Und damit willkommen zurück. Seid gegrüßt. Ja, The Witcher spielen wollte nicht. Die Musik fand ich einfach nur passend. Ja, für Leute, die The Witcher sehen wollen, die können mal bei mir auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da läuft gerade The Witcher. Und jetzt sind alle weg. Genau, jeden Tag 18 Uhr 9 Parts The Witcher. The Witcher 3, Wild Hunt. Läuft gerade bei mir auf YouTube. So, für alle, die noch da geblieben sind, nach dieser Ankündigung, willkommen zum letzten Stream vor dem Urlaub. Ich bin nächste Woche im Urlaub. Außer Landes nicht, aber bin ich schon verreist und dann kann ich nicht mehr. Da habe ich nicht die Möglichkeit zu spielen, zu streamen. Deswegen werde ich dann eine Woche lang pausieren. Da sehen wir uns dann am 30.07. wieder. Also heute und dann am 30.07. erst wieder. Am 30.07. dann starten wir gleich wieder mit Fall of Porcupine. Also quasi so, als wäre es nichts, also so der Plan, als wäre es nichts gewesen, bloß ist eine Woche dazwischen. Also diesen Sonntag fällt aus, aber es ist dann, dafür fällt dann die ganze Woche aus und dann einfach Sonntag von auf Punkt rein. Bloß die Woche dazwischen halt. Müsste irgendwie ohne mich auskommen, ohne Streams. Muss der B-Punkt bei wem anders lurken. Und auch die anderen müssen woanders rumlurken. Ja, so viel dazu. Wir spielen heute mal zwei kleine, beziehungsweise ein kleines, mal schauen, wie lange ich mich daran hier beschäftigen kann. Wir spielen heute erstmal Train Valley 2. Das gibt's, glaube ich, momentan, wenn ich alles durch, das gibt's gerade. Nein, das gab's letztens. Letzte Woche gab's das gratis auf Epic. Deswegen spielen wir das heute mal. Und ja, Death Stranding können wir euch mal ein Herzchen geben. Das ist ein schönes Spiel. Gut, ansonsten. Ja, wir spielen heute erstmal. Ich bin ja jetzt noch ein paar Stunden live, also noch ein paar Stunden bin ich ja da. Müsst ihr euch weinen. Ja, und für die meine Streams vermissen, geht mal rüber nach YouTube. Auf YouTube gibt's dann auch, während ich im Urlaub bin, täglich Uploads. Unter anderem The Witcher. Ja. Sehr attraktiv. Sehr sexy, mein YouTube-Kanal. Sollt man mal reinschauen. So, genug Werbung. Ich würde mal sagen, wir legen los. Versuchen es zumindest. Mal schauen, ob der Start gelingt. Ah, sehr schön, sieht gut aus. Kurzer Soundcheck. Ist alles zu hören. Hört sich auch gut an. Sieht gut aus, hört sich gut an. So, ich habe mal Train Valley 2. Das aus dem Trainer hat es mich ein bisschen erinnert an die. Ich hoffe, die Musik ist leise genug. Ich bin laut genug. Aus dem Trainer hat es mich ein bisschen an die guten Zeiten erinnert, wo ich bei meinem. Das war wirklich. Ich habe mal auf YouTube behauptet, dass das SpongeBob die Kreatur aus der großen Krabbe für DS. Dass das mein erstes Computerspiel, dass das mein erstes Videospiel gewesen war. Aber da gab es damals schon, das habe ich deutlich früher gespielt. Da gab es auf dem. Immer wenn ich bei meiner Oma und bei meinem Opa zu Geburtstag, genau. Auch zum Geburtstag, als da zu Besuch war, gab es immer dieses. Die hatten immer nur dieses eine Spiel auf dem PC. Lego Lokomotive hieß das. Das genau das nach dem
Das habe ich bei denen immer gespielt. Das erinnert mich hier stark wirklich dran. Ich habe zwischendurch, ich wollte es euch ab und zu, ich wollte es euch mal auf YouTube zeigen. Ich habe mal danach gesucht, ob es irgendwie, Möglichkeiten gibt, das zu kaufen, zu irgendwie, das Spiel ist so alt, das gibt's, das. Ich habe das nirgendwo gefunden, dass man das mal, hätte es gerne mal, gerne mal Lego-Lokomotive, hätte ich gerne mal mit euch gespielt, irgendwie mal im Stream oder auf YouTube mal einen Let's Test gezeigt, irgendwie. Aber nee. Das ist wirklich, das muss eins der ersten Lego-Spiele, Lego-Videospiele gewesen sein. Das ist wirklich. Ich glaube, es hieß sogar nur Lego Loco, also Loco, nicht Lokomotive, sondern Lego Loco. So mit dem. Das war wirklich, das war. Habe ich geliebt als Kind. Dieses Spiel Train Willy 2 erinnert mich wirklich ein bisschen daran, weil du dann wirklich da mit dem, weil du wirklich dieses Schienennetz aufbauen musst und da wirklich da die Stadt kontrollieren musst. Bloß halt eleganter und ein bisschen, hoffentlich eleganter und hoffentlich ein bisschen ausgebauter als in Lego. In dem alten Lego-Spiel. Ich würde mal sagen, wir klicken direkt mal auf Start. Schauen uns jetzt mal an, was es hier so gibt. Weltraumzeitalter, Globalisierungszeitalter, elektrische Zeitalter, Industriezeitalter, Dampfschienenzeitalter. Damit können wir noch nicht. Weltraumzeitalter, interessant. Und dafür fangen wir hier unten an. Der Forstbetrieb. Machen wir hier. Hier oben haben wir dann hier Rakete zum Mars. Interessant. Ja, wir sollen auch hier unten anfangen. Können wir gar nicht. Wir müssen hier unten anfangen mit der Lokomotive. Mit der guten alten Schuf-Schuf-Eisenbahn. Level 1. Missionsbesprechung. Der Forstbetrieb. Missionszeit 9 Minuten. Oh, ich hätte mal Zeitbegrenzung. Oh je. Verdiene mindestens 9 Minuten, 7 Minuten, 5 Minuten. Verdiene mindestens 40.000 Dollar. Vermeide Zugunglücke. Ja, das kann ich nicht garantieren. Das letzte. Okay, hallo, willkommen bei Train Valley 2. Ich möchte das Tutorial. Schauen wir uns zunächst mal den Streckenbaumodus auf R an. Oha. Verbinde die Stadt mit dem Holzfällerlager, indem du eine Bahnlinie von einem blauen Feld aus ziehst. Die Musik ist ja ziemlich sehr anders komisch. Eine Schiene. Sollte etwas mit der Strecke nicht stimmen, drücke einfach die rechte Maustaste auf das Cape, um den Bau abzubrechen. Ich schätze mal hier. Das Streckenteil später mit. Später im noch. Später immer noch im Abrissmodus eh wieder entfernen. Ja. Schicke einen Zug mit zwei Waggons von der Arbeiter los. Wenn du diese Schaltung nicht anklickst. Aha. Arbeiter erscheinen automatisch in den Städten. Stadtteile brauchen unterschiedliche Ressourcen. Ich kann das doch nicht mehr lesen. Löse alle deine Aufgaben, um den Level abzuschließen. Okay, können wir stehen legen. So, wir müssen das jetzt miteinander verbinden. Das ging ein bisschen schief, oder? Da müssten wir mal einen Schräg umbauen. Ich glaube, das hier. Nicht, dass das ankommt. Okay, können wir. Mal einen Zug losschicken. Das habe ich mir gedacht. Das kostet natürlich Geld. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir. Eine Schräge bauen.
Modus umschalten. Man wurde mir wahrscheinlich erklärt, aber ich habe es einfach übersehen. Jetzt ja nur einfach hier mal drum herum bauen, dass wir dann gerade hier zulaufen. Ich habe keine. Habe ich nur gerade Strecken oder? Aha. Es geht doch. Okay, das müssen wir mal ein bisschen besser. Ich finde, das sollte hier an den Bäumen noch so lang gehen. Und hier so eine Runde ziehen. Und dann sehe ich geradezu. Nicht genug Geld. Ah. Zu schade. Sag mal, bin ich denn zu blöd zum... Okay, dazu fehlt mir dann das Geld. Kann ich irgendwoher Geld bekommen? Bin ich hier... Ich würde schon ganz gerne darum drumherum bauen. Den Wald hier abholzen, um da durchzukommen. Ich wahrscheinlich nicht mehr das Geld um richtig. Nur die Strecke schaffe ich mehr. Gut, ich muss glaube ich das Level nochmal neu starten. Ja. Das Tutorial überspringen. Was habe ich jetzt denn Geld? Jo. Dann schicken wir mal Leute los. Können wir gleich verfolgen. Einmal um den Wald herum. Schön mit Landschaftsblick. Jetzt drängen Bahnhof. Ah, und wir können ja anfangen zu arbeiten. Kann ich weitere Arbeiter losschicken? Wenn schneller gearbeitet wird. Ist aber nur einer an Bord? Kann das sein? Dann schicken wir mal ordentlich los hier. Der Lokomotive verfügbar. Da kommen hier gerade zwei. Arbeiten hier.
Logistiker. Schicken wir endlich mal einen Güterzug zurück. Oh nein, der muss hier hin. Wir müssen eine Schiene einbauen oder was? Was ist hier denn transportiert los? Mal verbinden. Dass die hier mal reinkommen. Noch ein paar Arbeiter losschicken. Jetzt noch mit guter Zug losschicken, dann gäbe es hier Probleme. Muss die nicht irgendwann mal zurückschicken? Hier habe ich 10 Leute. Fährt der hier gleich weiter und dann gibt es einen Unfall, wenn ich das so mache. Dann musst du hier einmal umdrehen. Ich kann hier auch beschleunigen. Schicken wir mal ein paar los. Die sollen mal ordentlich abgearbeitet werden. Komisch, dass da nur zwei Lokomotiven habe ich zur Verfügung. Komisch, dass da nur zwei Leute. Das ist eine Person in eine Lok drin zu können. Genauso funktioniert das. Die Lok von dort drüben wird hierher dran teleportiert. Du sollst dir noch einen Lokzügen kaufen, um unsere drei Züge gleich zu. Yep. Investieren wir mal ran. In den Traktor. Dann wird hier mal ordentlich gearbeitet. Ich muss mal gleich wieder jetzt muss ich warten, bis der reinkommt, sonst gibt es einen Unfall. Jetzt kann ich auch drei rausschicken.
Und jetzt müssen wir mit der Weiche aufpassen. War eventuell ein bisschen. Ja, das ist doch mal, wenn der wird jetzt umkehren. Oh oh. Dachte ich mir. Muss vielleicht ein bisschen aufpassen. Gut, kann ich hier Schienen lang legen. Das einen hier rüber schicke. Da liegt das Geld für. Nein, du sollst doch nicht zurückfahren, du. Ach. So nämlich. Das scroll ich hier mal hoch. Vielleicht können wir hier mal. Okay, da reicht das Geld noch nicht für. Müssen wir mal ein bisschen sparen. Können wir die eventuell los hier. So produziert sich's. So, genau so, da können wir zwei losschicken. Ich würde mal hier vorsichtig einen losschicken. Dann wäre mal hier lang. Schicken wir währenddessen den nächsten los. Oha, nee, das funktioniert so nicht. Aber der kann vielleicht auf den Weg zurück. Muss ich vielleicht umleiten. Dann können wir hier noch eine extra Runde schicken. Dann schicken wir den hier eine extra Runde. Puh. Du gehst hier rein. So macht man das. Jetzt kannst du durch. Jetzt können wir den nächsten losschicken. Oh wei! Habe ich die Schiene nicht umgestellt? Ah, Kacke. Nicht genug Geld. Steh auf Männchen. Oh Mann. Gut, das haben wir verkackt. Versuch was wert.
Okay, wir können Löcher hier nicht füllen. Wir müssen das Level nochmal neu starten. Verdammt! Von Lokschuppen. Das kriegen wir schon hin. Jetzt machen wir mal einen eleganteren Weg. Okay, die erste Strecke muss hier lang gehen. Sparen wir mal ein bisschen an Geld. Machen wir hier eine gerade Strecke. Können wir hier oben noch eine. Was soll ich eine große Strecke für die Auslieferung machen? Eine Strecke hin und hier eine andere, die hier nicht mit verbunden ist. Das ist doch das Beste. Und dann als nächstes hier so. Damit sie nicht kollidieren. Oh, ja. Na komm. Was soll denn der Blödsinn? Okay, wie knüpfen wir das da am besten an? So nicht. Seit wann ist das denn nicht möglich? Doch bestimmt irgendwie eine. Dann halt so. Genau, dann können die hier in die Richtung und dort müssen sich nicht kreuzen. So ist clever. Kann ich hier den losschicken? Schicke ich die Züge, die da das mit die das Holz abliefern, in die Richtung. Personen und Arbeitern in die Richtung. So läuft's produktiv. Ah, nicht genug Geld, ich brauche vielleicht drei Dritten. Ich brauche keinen dritten Zug. Die Strecke ist kurz genug. Arbeiter hinschicken. Oh nein!
so ähnlich. Jetzt wird produziert. Da kommt das Geld ein. Also die Mitarbeiter losschicken. Dann läuft's. Okay, der braucht noch zu viel. Und drüber da. Nee, damit überhaupt Geld. Nicht wirklich, oder? Man muss die zurückschicken in der Stadt. Scheinbar nicht. Okay, ein bisschen Geld verdient ich damit scheinbar. Ich muss mal hingucken. Wie verdiene ich denn nicht wirklich Geld mit, oder? Was passiert, wenn ich die hier hinschicke? Ich habe das so verstanden, dass man das den Zeug hier hinschicken muss. Muss das woanders hin? Ist das zu müde? Verstehe ich das Spiel falsch? Produziert Holz, produziert Bretter. Und Brettern stehen da nicht wirklich. Aber ich mache irgendwas falsch. Muss der Arbeiter hinschicken oder was? Schicke ich mal ein paar Arbeiter hin. Aha. Ah, okay. Ach, das. Aha, okay, so funktioniert das. Brauchen wir Holz. Jetzt habe ich es mal endlich verstanden. Nach fast einer Stunde. Hier Arbeiter rein. Da sind noch genügend Arbeiter. Da
kommt jetzt Holz rüber. Dann braucht es noch ein paar Arbeiter. Das wird zur Stadt zurückgebracht. Und dann kommt das Geld. Fantastisch. Klotzen, nicht klickern. Der Bauernhof. Next Level, nachdem ich jetzt das erste Level verstanden habe. Missionszeit 12 Minuten, 9 Minuten 37. Zerstören keine Objekte in einem Gesamtwert von insgesamt über 5000. Das ist kein Zug zum falschen Bahnhof fahren. Oha, das wird schief gehen. Aber ja, ich gefällt mir bisher. Ist da. Okay. Wenn ich das richtig sehe, brauchen wir hier einmal eine Strecke, die hier. Hinfährt. Wir brauchen eine Strecke, die darüber fährt. Und eine Strecke, die dann hier lang fährt. Aha, da habe ich jetzt Geld bekommen. Dass ich gleich wieder in die Schienen investieren kann. Sand. Sand muss zurück in die Stadt. Ich würde gerne hier schon mal so ein bisschen. Sand in die Stadt. Hier wieder Arbeiter hin. Sand zurück. Brauche ich hier mal zu Ende. Zum Bauernhof gibt es auch noch. Oder so. Hier habe ich schon ein paar Ziele verfehlt. Na, weil ich schon 10 Minuten, oh Gott.
Jetzt können wir hier Getreide können wir. Ja, eine dumme Schiene. Mal schauen, was sie hinkriegen. China. Eine Weiche wäre nicht schlecht. Das Spiel tut sich noch ein bisschen schwer mit. Und dann natürlich nicht. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht alles verbaue hier. Wieder ein bisschen Geld sammeln. Jetzt habe ich eine Bahn falsch hingeschickt. Großartig. Versauen wir hier alle Ziele. Es will aber auch nicht so richtig gehen. Wie kann ich denn jetzt hier Getreide hier hinschicken? Produziert Rinder. Produziert Getreide. So, kann ich den doch bestimmt irgendwie in die Richtung schicken. Kann ich den Arbeiter jetzt dorthin schicken? Ist doch dumm. Ich muss das Level, glaube ich, nochmal neu starten. So. Der hier muss Arbeiter überall an die drei Orte schicken. Das hier muss nur im Austausch mit sein. Das ist immer eine Krux. Wir müssen aus der Stadt müssen Züge hierhin und hierhin und hierhin fahren können. Und auf dem Rückweg müssen aber nur hier also von der Stadt aus gibt's drei Möglichkeiten, wie das passieren kann, vom Bauen, von den anderen gibt es nur ein Ziel. Hier brauchen wir erstmal zwei Weichen. Müssen wir erstmal abholzen. Relativ blöd.
Okay, so. Muss aber hier noch eine zweite Möglichkeit bestehen. Genau so. Erstmal Arbeiter hier hin. Sand zurück in die Stadt. Jetzt können wir hier mal ein bisschen weiter bauen. Umweltschützer wird weggucken. Gerade Bäume sterben. Jetzt braucht es hier noch einen Zug, der von hier muss hier ist jetzt hier gewährleistet, das hin und zurück. Jetzt braucht es hier noch einen der hin und zurück. Vielleicht können wir hier über den. Zu große Strecke sollte man allerdings nicht. Genau so. Das könnte unser Schienennetz sein. Das könnte funktionieren. Dann schicken wir mal ein paar Leute zur Farm. Damit da Getreide hergestellt wird. Jetzt können wir hier mal zurückschicken. Schicken wir auch mal ein paar an den Bauernhof. Ah, Getreide braucht's. Also wir brauchen auch einen Weg von hier Getreide an den Bauernhof zu schicken. Genau so. So einen schönen Kreis. Dann schickt man ein bisschen Getreide. Produziert werden können. Paar Sandarbeiter losschicken. So, Kühe können wir jetzt hier rüber in die Stadt schicken.
Aha. Okay, wir brauchen noch Kühe. Das heißt, Arbeiter hier hin. Testen meinen vierten Wagen. Und Mitarbeiter braucht den Maulwurf. Oh, falsch. Können wir in der Zwischenzeit mal hier ein bisschen Sand. Verdammt. Jetzt haben wir das Achievement auch. So kühl für das für die Stadt. Gewonnen, der Bauernhof. Naja, hier von denen. Okay, wir müssen nur das Ziel erfüllen. Als anderes für die Sterne. Eins haben wir aber geschafft. Verstehe das Ziel des Spiels langsam. Oh, wir haben einen neuen Lok. Der Samurai. Mit 10 Sternen, mit stehenden Sternen können wir uns hier bessere Züge kaufen. Okay, Sandkuh gewartet. Schlucht, der Staudamm, der Garten, die Bucht, die Pyramide, die Zeppelin. Interessant. Leuchtturm, die Hexe. Wagen, Clave, okay. Also viel Level hier. 50. Industriezeitalter haben wir bei Nummer 14 erreicht. Da ist noch ein bisschen hin. Ist ein Langzeitspiel. Die Zeit werden wir niemals schaffen. Meine Zugunglücke platziere nicht mehr zum 30-Streckenteiler. Oha. Möchte ich erst nicht schaffen. Eine Zuggeneration ist verfügbar. Gleich mal aufwerten. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Das ist dämlich. Okay, das produziert Ziegel. Wir produzieren Glas. Wir produzieren Sand. Wir brauchen Sand und Mitarbeiter. Die brauchen nur Mitarbeiter. Die brauchen Mitarbeiter und Sand. Stadt braucht Glas und Ziegel. Aha. Das heißt, hier müssen wir erstmal überall Mitarbeiter rausschicken. Hier brauchen wir eine Verbindung zu Sand. Das war nicht clever. Okay, Steinlage können wir später bauen. Erstmal hier hin.
Dann wollen wir gleich auch noch mal hier in die Richtung. Das wäre so weiser Voraussicht. Mal Glas hier. Das ist gar nicht mehr so clever, weil da bei unten noch nichts hergestellt werden kann. Den Sand da. Brauchen wir erstmal Sand. Wie komme ich an Geld? Ich brauche dringend Sand. Zu verkaufen. Das tut kein Geld bringen. Er hätte Schienen abbauen, um neue herzustellen. Da wird sich verkalkuliert. Bisschen knifflig. Können wir hier vielleicht ohne irgendwas abzubauen? Möglichst geldsparend. Dammit. Es kostet schon 7.000. Es kostet 9.000.
Mach mal so. Kriegen wir hier meine Arbeiter los? Da kommt der Geld ein. Das ist weniger als ich mir erhofft habe. Es würde tatsächlich gehen. Da kriege ich keine Arbeiter hin. Damit. Schön doof. Okay. Die brauchen auch Sand, das heißt, wir sind als Zukunft gedacht, können wir mal hier ein bisschen außenrum bauen. Können wir nicht. Das könnten wir hinkriegen. Erstmal Arbeiter hier losschicken. Oha! Ich bin hier so beschäftigt, ich habe den Text gar nicht gelesen. Bitte kein Backseat Gaming, auch wenn es auf Englisch ist. Toxi. Bitte keine No Backseat Gaming. Ich finde das selbst heraus. Sorry, dass ich dich übersehen habe. Dass ich den Chat übersehen habe. Ich will das selbst experimentieren. Du bist tatsächlich gut, den du mir gegeben hast, aber das ist auch nicht schlecht. Und das hier dann auch noch. Das könnte auch klappen. Und da Mitarbeiter rein. Verstehst du, bringt es überhaupt was, dich was zu fragen? Verstehst du, was ich dir sage? Are you German? Can you understand German?
No German. That's not good. I cannot speak very good English. Could try, but it's a German stream. You can try to watch what I am doing without understanding what I am saying. So we have sand. And stein. Liefern wir hier. Jetzt funktioniert die Lieferkette schon. Und zwar Glas hier transportieren können. Den bauen wir jetzt mal. Ich hoffe, das war nicht unweise. Ziegelsteinfabrik. Und hier wieder. Arbeiter hin. Können wir schon mal holen wir Sand. Mehr Sand. Arbeiter. In die Glasfabrik. So, Arbeiter hier. Die brauchen natürlich jetzt noch Sand. Mit den Arbeitern. Arbeiter hier rein. Oh no. Yes. Sand. Oh, Mitarbeiter. Was ist denn, da braucht hier gar keiner. Geht doch ohne Backseat Gaming. Baut zuerst zum Sand runter. Geht doch anders.
Mitarbeiter verhetzen. Hier kommt die Arbeit und dann kommt der Sand. Oh no! Damn it. Schien. So, hier. Hier. Und hier. Verdammt! Oh. Yes. Upgrade. Oh. Leislokomotive. Dschungle. Ah. Ja. Keine Sterne. War zu schlecht. Die Schlucht. Missionszeit, zerstöre keine Streckenteile. Ah, das wird nix. Zerstöre keine Objekte in einem Gesamtwert von, ja. Das wird nix. Okay, okay, okay. Mal schauen, wie weit ich es heute noch schaffe. Was, die Züge sind wieder. Ich hätte doch gelevelt. Okay, hier wird Getreide produziert. Die brauchen Mitarbeiter. Wenn Kühe produziert, Rinder, die brauchen Getreide. Das heißt hier. Ah, hier, wenn. Hier ist auch noch zwei Städte. Brauchen wir Reifen, Gummi und Rinder. Reifen und Rinder. Ach du Scheiße. Warum können die nicht umgekehrt? Kautschuk. Kautschuk ist auch so ein deutscher Satz. So ein Kautschuk. Unseren englischen Zuschauer. This is German. Kautschuk. So. Hier. Hässliches deutsches Wort, Kautschuk. So, Mitarbeiter beim Getreide. Kürzester Weg dahin.
Können wir gar nicht hin. Wir brauchen dann Getreide. Und die Stadt braucht Getreide. Nein. Ach. Getreide. Muss hier hoch. Das ist wahrscheinlich ein Fehler, dass ich mich hier schon darauf konzentriert habe. So, hier ein paar Arbeiter. Trainer. Und Mitarbeiter. Hier brauchen wir hier. Das ist die Kuhgeräusche, die ist. Die Kuh macht. Wie kommen wir da hoch? Gar nicht.
Wir müssen hier, ach du Scheiße. Bin hier keine Schienen. Oha. Keine Schienen. Uff. Wenn das ging, dann muss doch, ob das. Oh. Vielleicht brauchen wir ja Kühe irgendwo gleich hier oben. Ja. Wir schicken mal Kühe hier hoch. Im Zug. Oh. Wir haben Mitarbeiter hier. Oh Gott. Umzug. Hier brauchen wir noch Kühe. Ja. Mehr Kühe. Thank you.
Zu viel, möglicherweise. Ja. So. Das funktioniert. Das ist völlig unnötig. Kompliziert, aber könnte klappen. Mitarbeiter von hier. Und hier Krautschuk von hier. Hier unten brauchen wir das Gummi. Upgrade abgeschlossen. Perfekt. Hier Mitarbeiter, hier Kautschuk. Und hier Mitarbeiter für Kautschuk. Nein! Nein! Jetzt. So, trinken ist wichtig. Yay!
Keine Sterne, aber immerhin. Level 4 haben wir geschafft. Wir arbeiten uns langsam zum Industriezeitalter hervor. Ja, schlecht als recht, aber. Ja. So, ich würde mal sagen, wir machen mal eine Kurzpause. Kurze Streampause. Dann geht's gleich weiter. Level 5 nach der Pause. Bis gleich. So, weiter geht's. Let's go. Spielen wir noch ein bisschen weiter. Ich denke, ich habe Bock drauf. Da müssen wir ein, zwei Level habe ich vielleicht noch machen. Vielleicht schalten wir dann noch um zu Train Sim World 2. Mal schauen. Ich mache jetzt also 5 will ich noch machen, vielleicht machen wir noch 6 und die 7. 7 ist vielleicht ein gutes, wenn wir das geschafft haben. Sollen wir die Pyramiden heute nicht mehr machen. Die Bucht, das ist doch ein schönes sommerliches Urlaubs. Und dann können wir doch enden. 5, 6 und 7 können wir noch machen und dann schauen wir mal weiter. Würde ich doch sagen, oder? Klingt nach einem Plan. Auf geht's. Missionsbesprechung. Ja, die werde ich sowieso nicht. Werde ich sowieso nicht schaffen. Oh, 50.000. Das ist wahrscheinlich trotzdem nicht viel. Staudamm. Okay, wir haben zwei Bahnhöfe. Zwei Städte. Okay, hier unten wird Sand produziert. Da werden Bretter produziert. Klassisch. Okay, hier braucht. Hier werden Ziegel produziert. Die brauchen wir nur Bretter. Für die Bretter brauchen wir Baumstämme. Wir können Brücken bauen. Hier könnten wir schon mal eine Brücke gebrauchen. Das machen wir später. So. Das braucht Sand von hier drüben. Wills braucht nur Mitarbeiter. Das heißt. Wird tatsächlich mal hier oben anfangen. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, wenn ich hier. Entweder hier unten oder da oben. Ich kann nur an beiden Stellen anfangen. Hier braucht Sand. Ich würde mal hier anfangen. Das ist 11.000. Irgendwas für 9.000 hin. Oder vielleicht noch günstiger. Auch 11.000. Na gut, dann machen wir hier unten. So, Sand. Blödsinn. Brauchen doch von dort keine Mitarbeiter hinzuschicken. Schicken von hier aus. Nee, das macht. Nee. Das war schon richtig. Und die Mitarbeiter hier rüber zu schicken, das ist bis zu. Nee. Wir fangen da oben an. Produzieren wir Holz.
Parallel können wir hier doch schon mal. Das Geld müssten wir doch haben. Ich riskiere es mal. Oh no. Falscher Bahnhof. So, Sand muss hier nach oben. Ziegel müssen in die Stadt. Brauchen wir Mitarbeiter. Oh no. So, hier, Mitarbeiter. So, Sand. Sand brauche ich nur hier in der Stadt. Den ganzen Wald zerstören. Okay.
So, dann vielleicht ziehe ich gleich. Schafft. So, da brauchen wir jetzt nicht mehr Holz, brauchen wir hier unten. So. Holz. Ich komme Mitarbeiter. Mitarbeiter für Holz kommt hier. Mehr Mitarbeiter. Jetzt kommt sofort. Holz. Oh, damn it. Holz in die Stadt da oben. Yes. Ein Stern. Mega Eisenbahn. Der Garten.
Okay, zwei Stationen. Hier könnte Sand entstehen. Hier könnte Glas entstehen. Hier ist Gummi. Stadt braucht Gummi und Glas. Kautschuk. Man braucht Sand zum Glas erstellen. Kautschuk zum Gummi herstellen. Sand braucht nur Mitarbeiter. Dann würde ich mal sagen, so. So, Sand. Brauchen wir hier oben. Glaube, das war irgendwie. Hier erstmal Power Kautschuk. Kautschuk braucht nur das hier. So, hier. Oh, wir haben genug Kautschuk. Noch Mitarbeiter. Kautschuk braucht ganz schön viel.
Material, ganz viel Arbeitskraft. Yay. Okay, Gummi können wir vergessen. Jetzt müssen wir das hier. Sand nach oben und Mitarbeiter. Ja. Sand. Mein Mitarbeiter. Und die Zukunft kriegen wir hin. Individualverkehr. So, Mitarbeiter hier hin. Und Mitarbeiter. Ja, da brauchen wir noch eins. Genau so. Einfach umleiten. Ein bisschen Sand. Zu viele. Verstockt. Hier braucht Sand. Thank you.
Jein. Ich werde gut in dem Spiel. Die Bucht. So. Hier haben wir eine Stadt. Hier haben wir eine Stadt, wenn ich das richtig sehe. Ne, bereits haben produziert. Eine große Stadt. Ne, zwei Städte, eine kleine Stadt. Die brauchen Kühe. Holz braucht Mitarbeiter. Holz wird hier drüben benötigt. Und hier werden Bretter benötigt. Und Getreide benötigt. Sorry. Mein Mikro geklatscht. Hier ist eine Brücke. Wo Getreide zu denen kommen kann. Okay, gut. Jetzt haben wir Holz. Holz muss hier rüber. Will ich mal hier riskieren, eine Brücke zu bauen? Und Mitarbeiter bei uns da drüben. Okay, Bretter, die die Welt bedeuten. Die braucht's hier drüben. Ich brauche aber erstmal nicht komplett pleite. Ich schicke hier erstmal, ich müsste hier erstmal ein paar Kühe rüber schicken. Wichtig. Schicken wir ein paar Leute auf die Farm. Nein, so nicht. Ja, nicht der beste Weg, aber... Da brauchen wir Mitarbeiter, oh Gott.
Mitarbeiter auf lange Fahrt. Das ist aber ein Pendelweg. Okay, Hybron Weizen. Und hier noch ein paar Mitarbeiter. Für die Stadt. Sehr schön, die Stadt ist versorgt. Die Stadt braucht Holz und Kühe. Jetzt regieren wir mal. Na gut, ja. Okay, Holz ist hier. Wir brauchen mal hier noch einen. Eine Leitung des Holzes. Genau so. Die Kühe können auch gleich losschicken. Auch gleich Mitarbeiter zuschicken. Alle vier Züge unterwegs. Personallogistik. Okay. Brauchen wir Holz. Holz kommt hierher. Braucht Mitarbeiter. Na komm. Jetzt bauen wir hier auch mal Kühe. Bauernhof mit euch. Wahrscheinlich schon zu viele. Kann man so umleiten. Könnte man auch von hier aus nehmen, aber
Also kurze Arbeitsstrecken, wenn sie pendeln können. Dann können wir nicht. So. Die Getreide. Mal hier Geschwindigkeit und Guttransport. Yay! Die Bucht abgeschlossen. Und ein Sternchen bekommen. Nein! Das wollte ich eigentlich nicht nochmal schaffen. Nicht nochmal machen. So. Ja, wenn wir so neben Tempo weitermachen, könnten wir es noch welchen Punkt ist Industrie? Ich glaube, die Burg ist eindeutig noch. Wo ist noch Dampfmaschinenzeitalter? Die Ausgrabungsstätte ist eher Industrie. Elektrisches Zeitalter wäre dann wahrscheinlich Sibirien dann. Globalisierungszeitalter ist dann Tibet. Von Tibet aus. Bahnsteig 9¾, großartig. Das müssen wir irgendwann nochmal spielen und weiter voran schaffen. Und hier gibt es hier das Weltraumzeitalter. Es geht von irgendeiner Sundbrücke aus. Raketen zum Mars. Ja. Nettes Spiel. Gefällt mir, hab ich Bock drauf. Dann werde ich irgendwann mal weiterspielen. Schauen wir mal. Noch weiterspielen irgendwann. Train bei D2, ja. Jetzt machen wir noch ein bisschen Zugsimulator. Epic Intro. Okay, das will hier gerade nicht klappen. Z. Game. Sim. So. Schönes Intro. So, wir steigen in die Deutsche Bahn. In der Tramsim wird 3 ist inzwischen verfügbar. Nee, ich will nicht die Einführung. Das braucht's nicht. Hauptmenü. Ich würde mal hier
Speicherstandard habe ich nicht. Andere Strecke wählen. Shop. Ja, ich würde tatsächlich Szenarien, Training, Fahrplan. Ich würde hier mal Fahrplan. Wir haben es jetzt Juli, ja, genau mal. Nicht bewölkt, leichter Regen, Regensturm, Nebel. Ein bisschen leichter Regen wäre doch toll. Jetzt ist es, wo es gerade so heiß ist, kann man mal ein bisschen in den heißen Tagen. 22 Grad, ja, sehr schön. Das ist echt schön. Genau das. Nicht so stark Regen. Leicht bewölkt. Nach Wegen. Das Kart mal ein bisschen über. Sehr schön, soll schon hell sein. So machen wir es. Wo fährt es? Wo fahren wir heute hin? Frankfurt. Okay, nach München fährt nichts. Ja, es gibt hier nur, Strecken nach Frankfurt. Dann nehmen wir den ICE 13 nach Frankfurt, mein Hauptbahnhof. 49, es ist ja ein Frühzug. Nehmen wir den. Fahren Sie den ICE nach Köln. Ich dachte Frankfurt am Main. Okay, jetzt muss ich mich noch dran erinnern, wie das war. Tutorial wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Scheibenwischer. Erstmal anmachen. Okay, Türsteuerung. Links öffnen. Nicht gemacht. Links öffnen. Weil wir sind ja drin. Sind ja schnell reingestiegen. Und dann können wir eigentlich. Gießen. Oh, du warst hier. Machst du erstmal den das Ding anmachen. Irgendwo Kasten dafür. Und Bremse gelöst. Soll ich neu in meinem Job?
Obwohl, ich habe das schon mal gemacht. Ist bloß eine Weile her. Ich war lange im Urlaub. Ich erinnere mich, dass es hier was gab. Hauptschalter. Das war klar. Zugbeeinflussung. DB gesperrt. DB gesperrt. Das klingt doch gut. Müsste hier gleich mal losgehen. Ah, da geht's los. Da steht, wie viel erlaubt sind im kmh. Ach, da. Und noch die mal auf der Anzeige. Und noch ein bisschen Tempo geben. Und jetzt wieder runter. Jetzt fahren wir. Bremse haben wir wo? Hier ist die Bremse. Okay. Wir fahren nur ein bisschen mal mit dem Tempolimit. Nur ein bisschen. Vielleicht ist nicht eingestiegen. Ich frag nur. Also steht hier oben noch drin, aber ich sehe da Leute. Okay, wir können ein bisschen Leistung geben. Jetzt auf der Strecke. Bisschen Tempo. Wir wollen noch ankommen. Das ist ja ein ICE, keine Bummelbahn. Fahrtstempo erreicht. Wir düsen am Bahnhof vorbei. Ich kann's noch. Für den Schell, den. Regen erwischen. Wenn wir hier noch was sehen. Wollen wir die Hupe? Ja, wir könnten ein bisschen schneller fahren, aber das ist so, das ist die Hupe. Ein bisschen Tempo mehr. Dann gehen wir 140.
95% Leistung, EA. Und wir müssen wieder runter. Dann kommen wir wieder in der 60er-Zone. Ich kenn's doch. Vorbeifahren und begrüßt. Oh, ein Tunnel. Muss mal schnell eine Durchsage machen. Ausblickend Fahrtrichtung links. Wir danken uns für ihre Verteilung. Das ist über den Fahrt. So. Durchsage gemacht. Original Bahnansage. Oh, wir fahren ein bisschen zu schnell. Mal ein bisschen bremsen. Jo. So, jetzt sind wir wieder auf dem Tempo. Ich glaube, da ist Sand eher das Richtige, was man hier. Ich glaube, man ein bisschen langsam wird, nicht die Bremse ziehen. Joa. Solide hier auf 45. Oha! Ja, sind wir wieder, dann müssen wir hier. Langsamer werden. So, sehr schön. Es ist aber auch ein Regen hier. Ich habe leichter Regen gesagt. Ein bisschen Tempo können wir drauf geben. Wir können nicht mehr beschleunigen, das ist nicht gut. Ich hoffe, das müssen wir auch nicht mehr. Tempomat hier mal anmachen. Ja, auf 100 km/h können wir mal hier hinstellen. Fahren wir ein bisschen schneller. Und eine Brücke durch. Gar nichts passiert, kann ich ja mal kurz. Guten Tag. Wollten wir mal vorstellen, ich bin euer Zugführer heute. Wie geht's denn so? Wir testen heute autonomes Fahren aus. Ist absolut gar nicht gefährlich. Ich kann mich hinsetzen. Tag, die Dame. Ich bin ihr Zugfahrer. Oh Gott, ich muss hier mal jemanden bannen. Ich hoffe, der Zug entgleist hier nicht. Ich habe die Nachricht im Chat gar nicht gelesen. So, ich werde mich dann mal wieder
die Arbeit machen. Oh, wir können mal ein bisschen schneller fahren. Wenn wir können. Tempo. Bisschen den Mod auf 150 AFB zumindest. Keine Ahnung, ob das der Tempomat ist. Fahrtgeschwindigkeit, da regnet es ganz schön schnell. Oh, wir können ein bisschen Tempo aufnehmen. Wir können ein bisschen Tempo machen. Ui, wo rasen wir denn hier durch? Zählt dort oben mit nur 55 oder was? Das ist die Uhrzeit. Klein wenig bremsen. Nach Köln geht's also. Wird von Frankfurt am Main Richtung Köln aufgebrochen. Mal wieder. Ich glaube, diese eine es gibt ja nur diese eine Strecke, die man in diesem als andere kann man sich dazu kaufen und das Basisspiel ist nur Frankfurt Köln. Ja, läuft ja. Dann. Ist er Zwillinge? Es sind alle Zwillinge hier. Einmal kurz auf Toilette. Sportpresto kann ich auch sehr empfehlen. Hier kann ich auch hinsetzen. Hallöchen, Zugfahrer. Werden Sie nicht glauben, aber dieser Zug fährt gerade autonom. Halbwegs zumindest. Es stehen keine Bäume auf der Strecke, also das da. Kann eigentlich gar nichts schief gehen, außer dass der Zug entgleist und an, Sie wissen ja, dass hier Fenster und dann entweder dort oder hier einfach aus Seite aussteigen, das ist da. Na, was wollen Sie in Köln? Was ist Ihr Reiseziel? Lass ich so weitermachen, ich soll vorne ins bei Zug fahren. Ach, der fährt schon. Meine Familie.
Wir sind erst in der zweiten Klasse oder was? 9.57 Uhr. Schönen guten Morgen. Das ist die erste Klasse. Wo haben wir denn die zweite? Das ist die erste Klasse oder was? Sportpistole. Kann ich sehr empfehlen. Hier. Hat leider gerade nicht offen. So gut die zweite Klasse, meine Damen und Herren. Ah, da ist die zweite Klasse. Ist aber ziemlich weit hinter. Hallo Freunde aus der zweiten Klasse. Seien Sie beunruhigt. Seien Sie unbesorgt. Ah, hier ist auch ein Abteil. Ich wollte mich nur mal in meinen Zukunft sehen. Und wir sollten mal langsam nach vorne gehen. Bevor der hier wirklich noch entlässt. Oh Gott, ist der Zug lang. Hurra, ich bin der Zugfahrer. Zugfahrer, Zugfahrer. Hier habt ihr die Premium-Plätze. Wie sieht's aus? Fahren wir schon chronisch zu schnell? Ach nö, wir fahren noch zu. Ah, guten Tag. Wir könnten ein bisschen schneller fahren. Ist nur noch 10 erlaubt. Wir kommen zu spät. Ach, es ist die Deutsche Bahn. Kommen halt ein paar Minuten zu spät. Fahrer ist durch den Zug gelaufen. Ladies and Gentlemen, die Aspekte der Zugverspätung treten bisher 27 Minuten, bitte haben Sie Geduld. Oha, Tempo. Wir können schon über. Jetzt können wir hier richtig rein. Da stehe ich aber nicht mehr auf. Wenn wir über 200 km/h fahren, da dreht sich ja hier alles. Was ist in Schienen fallen? Auf einmal wieder auf einer 60er Strecke und ich bin hinten in der zweiten Klasse. So, Tempo. Muss der Scheibenwischer auch ordentlich arbeiten. Wow, 233 km/h. Das wird aber richtig gedüst hier. Vollgas, Fusch, am Bahnhof vorbei. Damit er mir schwindelig nicht mehr rauskommt. Nutzen wir die Chance und trinken mal ein bisschen. Belohnung erhalten, 160 Kilometer gefahren. Wow. Sein.
ist es. Die Wolken sehen okay aus. Es regnet halt nur. Angenehm kühl. Kühlt sich ab, wenn es regnet. Nächste Woche im Urlaub verreist, kann ich leider nicht streamen. Ich werde es vermissen. Ja, ganz ehrlich, das wird mir ein bisschen, ja, ein bisschen Tempo drauf. Wird ein bisschen viel im Urlaub. Zocken wird von unterwegs nicht wirklich möglich sein. Vielleicht nehme ich die Switch mit, mal schauen. Vielleicht lasse ich es auch einfach zu Hause, aber ganz ehrlich gesagt, ich kann ja in den letzten Urlaube erinnern, wo ich die Switch mitgenommen habe, ich habe es ja nie gebraucht. Ein Grad Weg nach unten. Wir fahren bergab. Ja. Ich hoffe, ich komme dazu. Ich werde die Zeit nutzen. Natürlich, um die Stadt zu erkunden. Oha. Ein bisschen Bremse. München verschlägt es mich. Wollte ich mir das da, war ich noch nie, deswegen, wie mir gesagt. Machen wir das mal. Weiterschreiben. Bin ich nicht in der Stadt. Zugdienst, Haltesignal gefahren, als ob. Das habe ich übersehen. Ah, verdammt. Sind wir nicht angekommen. Game over. Wollte ich gerade noch quatschen. Das Haltesignal übersehen, ist doch blöd. So ein Mist. Jetzt die Fahrt nochmal von vorne beginnen. Das Fuß erkunden. Szenarien könnte man nochmal machen. ICE und kalt, das wäre doch mal, das wäre mal.
Bei Schnee, das wäre doch mal, das wäre großartig. Jetzt, wo es in Sommerurlaub geht, mal ein bisschen Schnee üben. Flugbeeinflussung. DB gesperrt. DB gesperrt. Willkommen im Köln Hauptbahnhof. Dies ist ein ICE 79 von Frankfurt nach Brüssel. Nach Brüssel. Türen und Riegeln sind doch alle drin. Warum steht das hier ständig? Das können wir mal machen. Türen geöffnet. Welche Seite muss ich denn öffnen? Okay, andere Seite. Alles einsteigen. Es geht in den Winterurlaub. Wo sind wir denn hier? In Köln? Aachen Hauptbahnhof. Ich dachte, ich fahre nach Brüssel. Gott, ist das ein langer Zug. Und Bistro. Kann ich noch ein Sandwich mitnehmen? Andere wenige hier. Der anderen Fahrt hatte ich mehr. Hier mit den matschigen Füßen durch das Abteil. Türen verriegeln. Schließvorgang eingeleitet. Was für ein perverser Ton. Bereits zur Abfahrt lösen Sie Zugbremse und erhöhen Sie Leistung zum Fortfahren. Ach, die Zugbremse. Notfahren. Horem. Die Not gibt's. Klingt ulkig. Nichts für ungut erlöst, die in Horem wohnen. Okay, mit sachtem Tempo los. Erstmal aus dem Bahnhof raus, muss man langsam fahren. Mit
mir hier so ein Fenster wegmachen. Oh, mal ein bisschen Gas geben. Oha, oha, oha. Wieso wird's nachts? Da war wohl ein Tunnel. Okay, eine Brücke. Da sind wir eine Brücke durch. Oha, wir sind gleich da, 16 Kilometer. Müssen wir gleich wieder stoppen. Nicht zu schnell reinrasen. Set Signal ist grün. Kommen wir durch. Das habe ich irgendwie einfach übersehen. Ja, wir können schneller fahren, aber ja, dann düse ich wieder vorbei. Das noch ein bisschen. Muss aufpassen. Jetzt rechtzeitig bremsen. Weil mit der Geschwindigkeit kommt schnell dran vorbeifahren. Nimmt der Tempo auf. Vereist hier die Fenster. Tempo. Ich hab nur Schiss, dass wir dann vorbeidüsen. Da sind auch noch ein paar Kilometer, aber immer unaufmerksam und dann wusch, das ist vorbei. Bei so einem Tempo von 200 km/h, da übersieht man auch mal 250, 260 km/h, da übersieht man auch mal ein Haltezeichen. Das, ja, könnte schon mal sein. Knüppel ganz nach vorne drückt.
bisschen langsamer als erlaubt, aber. Langsamer als zu schnell am Ort vorbei. Ich hoffe, es wird schön kalt. Bei der Schneelandschaft, die ihr seht. Können wir so mal gebrauchen. Ja, da muss rein. Oha, noch ein paar Meter. Bremse. Und dran vorbeigefahren. Hier. Ach so, über einen Ort fahren. Ja. Aber wir sollten noch vorbeifahren. Alles gut. Über Ort fahren. Ich dachte, wir müssen da halten. Dann nehmen wir mal wieder Tempo auf. Was gehört. War ich noch nie, aber das soll ein hübsches Söckchen sein.
darauf. Muss ja nur über den Ort fahren, also ist dann dran vorbei. Stolberg rein, Hauptbahnhof. Das ist das nächste Ziel. Nächste Vorbeifahrt, oh Gott. Nächste Vorbeifahrt, Stolberg rein, dann. Rheinland wahrscheinlich auch mal hoch. Die kommen wir diesmal sogar. Wir halten nicht, wir fahren durch, wir sind an den See. Ah, nehmen uns anhalten, doch wir halten, wir halten, wir halten. Stolberg ist die nächste Haltestelle. Nächste Halt, Stolberg, Rheinland, Hauptbahnhof. Ausstieg und Fahrtrichtung. Keine Ahnung, links. Du bist wahrscheinlich links. An jedem Guckhafen, aber manche Stationen haben wir. Durch den Stolberg muss ich auch aussteigen. Da nimmt dann ein anderer Zugführer. Kommt dann die Ablösung. Sollte nicht beim Steuern, sollte nicht beim Steuern. Wenn man so ein Gefährt fährt. Und so viele waren es gar nicht, aber. Wir haben glaube ich nur eine Handvoll. Das ist natürlich ein Boot. Die anderen steigen Steuerberg zu. Habe ich auch schon von gehört. Sechs, acht Kilometer.
klein wenig gebremst. Wir fahren bergab. Joa. Nicht gespannt. Ich werde euch über Instagram am Laufen halten. Da werde ich wahrscheinlich Bilder posten. Aus dem Urlaub. Bisschen, ich will es nicht Angst nennen, aber so ein bisschen. Ja, Furcht, Respekt. Hat man ja so ein bisschen vom. Nicht immer auch so ein bisschen, bevor man in den Urlaub fährt. Das sind so diese. Realistischen Ängste. Oh Gott. Bremsung. Jetzt haben wir 8 Kilometer. Doch Zeit ist langsam werden. Wird schon toll werden, der Urlaub. Wenn nicht, habe ich was zu berichten. Ich muss gleich mal langsam zum Stehen kommen. Signal überfahren. Wenn auch rückwärts gefahren. Mit dem Ort an Heidenstellberg. Also geht mit, naja, das machen wir jetzt nicht mehr. Ja, können wir jetzt nochmal versuchen. Das ist so ein dreckiger Bahnhof, den wir hier im Hauptmenü. Ja. Das ist der Desktop. Gut, da haben wir es auch schon 22 Uhr. Dann sag ich mal, wir haben es ja, haben wir ja geschafft, haben wir Train Valley gespielt und Train Simulator 2. Haben beides geschafft. War doch ein cooles Erlebnis, das nochmal. Jetzt im Winter nochmal zu fahren. Geht nicht in den Winterurlaub, in den Sommerurlaub. Aber ja. Gut, na dann. Ich würde mal sagen, schicke euch einen Endcard oder einen Wait. Quatsch mal, eine Endcard noch ein Minütchen.
So sieht's aus. So, willkommen in der Nerdcard. Jo. Ich guck mal, ob ich euch noch ein bisschen schläge Musik raussuchen kann. Ja. Bisschen Life is Strange. In der Rund. Das ist ein strange Soundtrack. Jung. Dann, ja, hoffe ich, übersteht die Zeit gut. ich bin dann mal weg. Wir sehen uns am 30. wieder, wie gesagt. Am 30. dann zum nächsten Stream. 30.07. Da gibt's dann Fall of Pokémon. Ich freue mich schon drauf. Ich werde mich die ganze Woche drauf freuen. Aber hoffentlich nicht so sehr, dass ich den Urlaub vergesse. Dass ich vergesse, Urlaub zu machen. Wahrscheinlich doch. Ja. Kannst du nochmal in den Chat posten hier? Ausrufezeichen YouTube. Auf YouTube, da gibt es jetzt, auch während ich im Urlaub bin, jeden Tag zwei Videos, zwei Uploads. Die sind vorproduziert. Da könnt ihr meine beruhigende Stimme. Habe nicht ich mir ausgedacht, wurde mir so nachgesagt, haben mir schon mehrere reflektiert. Ich habe angeblich eine beruhigende Stimme. Wenn das so ist, dann ja. Schön. Wenn ihr meine beruhigende Stimme weiterhören wollt, auch in der nächsten Woche immer auf YouTube vorbeischauen. Da gibt es täglich. Zweimal täglich. Neue Let's Play Parts. 18 Uhr. The Witcher 3 Wild Hunt. Jeden Tag bis auf Sonntag. 18 Uhr. The Witcher 3 Wild Hunt. Sonntag gibt's Skyrim. Um 14 Uhr. Und um 14 Uhr an den anderen Tagen gemischt. Programm, was so gerade läuft. Bunte Mixtüte. Da gibt's da momentan Beyond Two Souls im Programm. Life is Strange. True Colors, das Wavelengths DLC läuft gerade. Was haben wir noch? Wolfenstein, Youngblood. Die letzten Parts. Das steuert auf ein Ende zu. Zum Glück. Ja. Let's Play hat nicht so viel Spaß gemacht. Enttäuschender dritter Teil von einer sehr großartigen Reihe. Ja, was haben wir noch gerade aus dem Kopf? Life is Strange, Beyond, Dosaurus, Wolfenstein. Es ist ja, es ist schon bei den dreien, das ist wirklich für jede Gruppe, so Zielgruppen universal. Das ist ja wirklich, das ist für die Großen, für die Kleinen was. Life is Strange, das war's schon, das ist überschaubar gerade. Überschaubar, gerade ein bisschen auf meinem Kanal. And The Witcher, Skyrim, Beyond Two Souls, Life is Strange, Two Colors. Wavelengths.
Wolfensteinjagenplatz. Das sind so das, ne, die hier. Das wechselt sich so gerade. Also die Witcher und Skyrim natürlich nicht. Witcher nur 18, ne? Und Skyrim immer Sonntag in der Airport. Also Beyond Two Souls, Life is Strange und Wolfenstein abwechselnd. Parts. Ja, ist doch hübsch. Lohnt sich mal auf YouTube vorbeizuschauen. Werbeblock Enter. Und auf Instagram, Werbeblock noch nicht Enter. Auf Instagram, auf Twitter, naja, auf Twitter nicht so. Da poste ich auch Sachen, aber ganz ehrlich. Ja. Da poste ich, wenn er mir auf Twitter folgt, dann rate ich natürlich als erstes. Wenn ich live streame, da poste ich immer, da hole ich immer raus. Ich bin jetzt live auf Twitch. Hier einen Link klicken. Könnt ihr aber auch auf Discord haben, kommt auf den Discord-Server. Da könnt ihr auch. Da erfahrt das auch. Zeitgleich mit Twitter. Auf Instagram. Werde ich euch über den Urlaub und am Laufen halten, also auch auf Instagram, Follow da lassen, unten in den Panels, verlinkt alles. Da gibt es ganz interessante Sachen in den Panels, könnt ihr mal reinschauen. Gibt es Links zu meinem Streamplaner, der nicht, wahrscheinlich nicht aktuell ist. Mal schauen, ob ich das dann noch aktuell, ob ich dann noch streamfrei reinschreiben kann im Urlaub. Wenn nicht, habe ich es auf Twitch eingestellt, da gibt es eine kleine Warnung, dass ich im Urlaub bin, beim Zeitplan. Da sind die Sachen ausgegraut. Dann in Infopanels kann man reingucken. Da gibt es YouTube, Twitter, Twitch nochmal, dann Instagram und. Donations gibt's auch. Mach mal nicht zu viel Werbung für. Ist auch eine Möglichkeit. Ja. Gut, dann reden wir nicht mal um den heißen Brei herum. Kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns am 30. am Sonntag wieder. Folgt mir auf Instagram, da könnt ihr mich sehen. Mich wahrscheinlich nicht, aber die Sachen, wo ich bin. Und Instagram und YouTube. Ansonsten bleibt hier schön nicht entfollowen, sonst verpasst ihr was. Schön da bleiben. Sonntag geht's weiter. Also nicht diesen Sonntag, 30. Unter den 30. Da kann ich euch ein bisschen was über den Urlaub erzählen. Falls ihr es nicht auf Instagram gesehen habt. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich werde es vermissen. Erzähl ich kein Blödsinn. Aber das werde ich auch. Das werde ich das streamen. Werde ich in der Urlaubswoche vermissen. Aber ich zeige mich für mit anderen zu beschäftigen, wie vorhin gesagt, schreiben. Weil es gibt ja viel, es ist die Zeit. Ich werde die wunderschöne Stadt München mit mir anschauen. Da gibt es auch viel zu sehen. Und ihr könnt mit mir mitkommen auf Instagram. Ja, Werbung Ende. So, na dann, dann schaue ich nochmal. Zu wem ich euch noch jetzt rüberwählen kann. Ja, das ist auch ein Ding. Hier auf Twitch, selbst wenn er sagt, Instagram, YouTube, nee, will ich nicht haben. Es gibt hier auf Twitch, habe ich auch auf meinem Kanal verlinkt. Ein paar Empfehlungen. Kann ich wirklich sagen. Ist natürlich besser, wenn er bei mir auf meinen Kanälen, auf meinen Accounts bleibt, aber wenn er sagt, ne, wenn der im Urlaub ist, dann will ich auch nicht. Ich will nur auf Twitch, wenn ich warte, bis der wiederkommt, ich will da nix. Kenne ich nix. Dann gibt's hier wirklich großartige Leute, die ich da verlinkt habe. Und zu denen ich auch gerne hinweise hier heute.
Ich weiß auch schon, zu wem ich heute hin werde. Ich habe schon jemanden rausgesucht. Der Zivi ist nämlich wieder live. Er spielt gerade Road 96, was ein großartiges Spiel ist. Noch viel großartiger als Train Valley 2. Train Valley 2 war auch großartig. Das dann kann ich nur sagen, wenn ihr es euch nicht geholt habt, gratis auf Epic Games, dann holt es euch mal. Kauft es euch mal. Das finde ich großartig, kann ich empfehlen. Wir gehen jetzt noch rüber zum lieben. Zum Zivi, da läuft gerade Werbung. Ne, da läuft jetzt Road 96. Ne, ich wollte jetzt keinen Clip erstellen. Meine Fresse. So. Jetzt ein Clip davon, wie ich euch zu Zivi rüberschicke. Auch gut. So, na dann. Ich bin da mal weg. Danke fürs Zuschauen. Bleibt dran. Bleibt mir treu. Der Algorithmus wird mich hassen, dass ich eine Woche nicht live bin. Echt nicht ganz eine Woche, aber ja. Hasst mich bitte nicht, dass ich weg bin. Ich würde es ja machen, wenn ich aus dem Urlaub könnte. Es ist bloß technisch nicht machbar. Aus dem Urlaub, aus dem Hotel zu streamen, ist ein bisschen, ja, das kriege ich nicht hin. Das wird nichts. Gut, wir sehen uns wieder nach dem Urlaub. Ich hoffe, ich habe eine gute Zeit. Auch ohne meine Streams. Ja, kommt gut rüber. Bis zum 30. Ciao, ciao.